Das spricht ein interessantes Matchup zu werden, weil beide einen sehr ähnlichen Kampfrekord haben. Bin ich sehr gespannt. Sechs Runden. Beide agieren sehr druckvoll. Ja, da gibt es jetzt eine Ermahnung, weil das Break Commander heißt durch einen Schritt zurück und das hat der Germany Commander nicht gemacht. Und hat gleich weitergeschlagen. Ist auch ein Rechtsausleger. Linkshänder, der im rechten Bein vorne steht, Germany Commander. Und Hamza Salahuddin ist ein Normalausleger. Hat es eine sehr schöne linke Hand vermieden. Break Commander, jetzt machen sie beide einen Schritt nach hinten. Ah, schön mit der rechten getroffen. Der Innenbahn vom Hamza. Ramin, ich freue mich wieder bei dir zu sein. Ja. Und wir haben wieder das Spiel. Wie lief die Runde bisher ab? Also eine sehr ausgeglichene Runde. Mhm. Beide tasten sich noch ein bisschen ab. Aber da ist es aus unserer Perspektive jetzt nicht zu sehen gewesen, wie hart die Linke getroffen hat. Aber ich vermute mal, es war Deckung, weil... Oh, gute Rechte. Ja, schön ansatzlos geschlagen. Ja, wir haben hier ein sehr schönes Match. Also auf dem Papier ist das wirklich komplett ausgeglichen. In der roten Ecke mit der schwarzen Hose, der haben wir Hamza Salahuddin. Ihm gegenüber Germany Commander, ja. 7:1. Also beide vom Rekord her wirklich perfekt zueinander passend. Haben auch relativ ähnliche Gegner aber bisher gekämpft. Schön getroffen auf den rechten Haken. Sehr kurz gezogen. Mhm. Hat ihn gut getroffen. Ja, und wir haben wieder dieses Bild. Rechtsausleger gegen Linksausleger. Ja. Oh, schöner kurzer linker Haken hier auch aus dem Clinch. Wie gehst du anders ran, wenn du einen unterschiedlichen einen Gegner mit einer unterschiedlichen Auslage vor dir hattest? Also, der Hamza versucht ihn so ein bisschen auszutimen gerade, was er auch wunderbar gemacht hat. Und mit dem Treffer auch die Runde für sich entscheiden konnte. Mhm. Aber so als Grundregel sagt man eigentlich, man sollte einen Rechtsausleger sich nicht entfalten lassen. Mhm. Man sollte selber versuchen, eben Erster zu sein, die Aktion als Erster zu beginnen. Der Hamza hat mich jetzt, muss ich sagen, recht beeindruckt, gerade durch schöne Meidebewegungen, hat die linke Schlaghand sehr gut vermieden vom Germany Commander, die auch ordentlich Pfeffer hat, selber die klaren Treffer gesetzt. In der Runde. Ja, so also gerade am Ende diese rechte gerade und dieser linke Führhandhaken. Das ist natürlich so ein Go-To-Move, Schlag und Führhandhaken. Den muss man einfach bei unterschiedlicher Auslage immer, immer wieder bringen. Second down, bitte mal einmal für Runde 2. So, zweite Runde. 6 Runden können wir hier gehen. Ja. Das sind 18 Minuten Kampfzeit. Das ist schon heftig. Vor allem bei dem Tempo, das die beiden bisher in der ersten Runde gegangen sind.
Weil das unterschätzt man ganz gern mal, wenn man Sparring macht und sich denkt, ich halte hier ewig durch. Ja, aber man schlägt halt auch nicht mit Knockout-Intention. Und das ist hier anders. Hat auch weniger Stress, aber da hat er sich sehr, sehr gut wegbewegt, der Hamza. Und hier aber er ist natürlich auch sehr entspannt, ne? Also in der Verteidigung gerade, ne? Mit tiefe Hände, die Schulter hat er vorne zum Blocken, aber das ist eben das Problem, gerade beim Rechtsausleger. Es kann auch mal schief gehen, ne? Und die können beide hauen. Ah, Coman, hat jetzt auch schön zum Körper gefeuert. Ja, aber da war schön der Arm dazwischen. Also Coman gefällt mir jetzt besser als in der ersten Runde. Ja. Aber Hamza timet das hier bisher ganz gut. Oh, das zum Beispiel, ne? Hat er gut abgefangen jetzt. Und da kommt dann zwei, dreimal der gleiche Schlag. Man müsste ein bisschen variieren. Ja. Arbeitet fair. Hamza defensiv sehr, sehr gut. Ja, super. Und er hat sie jetzt zwar auch nicht viel getroffen, aber jetzt hat er schön getroffen. Recht auf die Innenbahn, nochmal zum Körper abgeschlossen. Und er hat halt bisher auch wenig Kraft verbraucht. Ja. In dieser zweiten Runde ist er sehr energiesparend gewesen und das kann er jetzt wieder rausholen. Jetzt, wo Cemdi Kumande halt auch wieder ein bisschen müder ist. Ja, beide bewegen sich jetzt nicht ausgesprochen viel. Ne? Also passiert viel so mit Taktieren voreinander. Super, schöner Haken. Nochmal die rechte auf die Innenbahn hinterher. Nochmal. Da bahnt er sich aber auch richtig gut durch die Deckung. Ja, ich glaube eben, dass der Hamza die Angriffe von dem Jamni durchschaut hat schon so ein bisschen, ne? Weil er oft das Gleiche kommt. Ne? Also linke auf der Außenbahn, ne? Und die hat er super vermieden. Ja, und man sieht halt auch den Reichweitenunterschied. Ja. Jamni gleicht das aus, indem er sich weit in die Schläge reinlegt. Das ist natürlich eine gute Herangehensweise, aber Hamza war dann einfach ein bisschen schneller, indem er wirklich mehr aus dem Arm und weniger aus dem ganzen Körper geschlagen hat. Was der Hamza halt gut macht, ist, dass er kleine Schritte nach hinten macht. Bab ist wieder da, also macht sogar einen Rückschritt sehr gut, trifft wieder kurz. Und das ist sowas von der glasklare Runde bis jetzt. Für die rote Ecke. Oh, Cemdi arbeitet sich da gut rein. Und man sieht auch so ein richtiges Workhorse. Aber ob das gegen Hamza Salahuddin reichen wird? Er versucht halt jetzt viel mit Kraft zu machen. Ja. Und über Kraft, das kann mal eine Runde funktionieren. Kann tatsächlich echt eine gute Idee sein, gerade wenn man technisch vielleicht so ein bisschen im Hintertreffen ist, dass man sagt, okay, ich gleiche dieses aus durch eben Power. Aber er muss sich auf jeden Fall was einfallen lassen, weil er hat jetzt schon ordentliche Treffer genommen, vor allem mit der Schlagkraft. Und die ersten zwei Runden sind rum und er hat schon verdammt viel Energie reingesetzt. Also nicht nur liegt er auf Punkten hinten, sondern er hat auch noch extrem viel Kraft reingelegt, die Hamza nicht reingelegt hat. Und das wird den Kampf für ihn jetzt echt schwierig machen. Also er ist in einer sehr unguten Position. Das kann sich mit einem einzigen Schlag wieder ändern. Absolut. Eine einzige gut platzierte Linke, die Hamza runterschickt und schon ist das ganze Kräfteverhältnis hier ein anderes. Er ist natürlich ein bisschen in Zugzwang, der Jamni, weil er muss jetzt ein bisschen mehr machen. Er muss jetzt gehen. Er kann jetzt eigentlich nicht im gleichen Tempo weitermachen, weil sonst wird genau das passieren, was in den ersten beiden Runden passiert ist, eben, dass er ausgepunktet wird. Und er muss das machen jetzt. Er muss sich das einfallen lassen. Fighten, vorgehen. Hat er seinen Mundschutz vergessen? Das kommt auch selten vor, aber... Das hätte böse enden können. Ja. So, los geht's. Dritte Runde. Ja, das ist ein bisschen ideenlos. Von so weit weg, einfach mit der Schlaghand so stumpf. Und Hamza hat ein verdammt gutes Distanzgefühl. Ja, super. Also das macht er wirklich gut. Was mir super gefällt, ist diese am Fuß getreten. Ne? Das passiert auch öfters mal, wenn ein Normalausleger mit einem Rechtsausleger kämpft, aber... Ah, die Führung ist dominant. Foul? Nee, ist nicht. Weil ich habe einige, also im Sparring habe ich es oft erlebt, dass man das auch mit Absicht macht. Ja, aber das ist natürlich eine Ermessenssache. Der Ringrichter sieht natürlich, ob das aus Versehen passiert ist oder ob der andere so im Nahkampf mal drauf stehen bleibt und denkt, naja gut. Ja, die Führhand, die trifft jetzt at will. Und dann rudert er mit ein bisschen zu weit ausgeholten Schlägen rein. Und
dann müsste er halt natürlich auch das Tempo gerade von der Beinarbeit ein bisschen erhöhen. Also die Angriffe. Oh, das war ein Wirkungstreffer. Die linke Seite hat auch super vorbereitet. Ja, und, erst die rechte, und das macht er so gut, dass er auch mal zum Körper geht danach. Mhm. Beide Ebenen bedient. Oh, den hat er gemerkt. Oh, den Aufwärtshang hat er gemerkt. Ja. Jetzt Ermahnung. Kopf zu tief. Und er wird ihn nochmal zum Körper gehen jetzt. Ja. Ah, der war gut zum Körper nochmal gezogen. Sehr dominante Runde. Mhm. Denkst du, das geht noch über die volle Zeit? Ja, es kommt darauf an, wie stimmt der Körpertreffer war, ehrlich gesagt. Ne? Also, es gibt natürlich Schöneres, als ich in der dritten Runde so ein... Und jetzt? Ja, das war nicht clever. Au, ah, das sieht ein bisschen blutig aus. Ja. Ah, der hat den Mundschutz da ausgespuckt. Das sieht aus, als wollte er jetzt nicht weiterkämpfen. Was in der aktuellen Situation auch vollkommen verständlich wäre. Ah, spuckt hier viel Blut aus. Vielleicht saß der Mundschutz da nicht perfekt drin. Na gut, aber jetzt ist er auch angezählt worden oder auch nicht. Also wie man ist nicht so sicher, ja, ob sie den Count jetzt mit in die Wertung nehmen, weil sonst ist die Runde safe weg. Aha, also und er den Count muss noch man mehr nehmen. Hinter. Den muss man nehmen. Er hat den Mundschutz aktiv ausgespuckt. Das ja, aber was gefehlt hat, ist die Bereitschaft, wieder kämpfen zu wollen. Ja, ja. Also, die hat er nicht gezeigt. Man hätte den Kampf da tatsächlich beenden können, weil der Standing Count war rum und er hat in die Ecke geguckt und wir haben gedacht, okay, er blutet so stark, er möchte hier nicht mehr. Ja, aber der Ringrichter jetzt nicht so souverän, aber das, naja. Sagen wir, er war gnädig. Er war sehr gnädig mit dem Chemney. Er hat die Regeln hier jetzt, Boah, wieder Volltreffer. Und ich meine, wir können ja auch verdammt froh drum sein, weil der Kampf ist sehr, sehr schön. Ja, super Kampf, so, wieder eine ganz, ganz klare Runde. Verzeihung? Wieder eine ganz klare Runde. Ja. Das, hast du das als 10-8? Ja, also 10-9 normalerweise und 10-8 mit dem Count. Kommt natürlich darauf an, ob der sagt, okay, das war jetzt wirklich ein Counting. Mhm. Ich glaube, es fragt jetzt gerade irgendwie ein Supervisor oder aber ja, also er darf sich eigentlich nicht abdrehen, auch wenn der Mundschutz rausgeflogen ist, auch durch die Schlagwirkung. Sobald er sich abdreht, wird er auch angezählt. Mhm. Also sobald er sich nicht mehr verteidigt, muss er angezählt werden. Ich denke schon, dass es die 10-8-Runde war eben durch den vermeintlichen Count. Na gut, damit ist der Kampf auf Punkte. Fast schon rum. Ja, das heißt, Chemney braucht hier einen K.O. Aber ich weiß es nicht. Oder er muss ihn noch. Geben sie jetzt auf oder was machen sie jetzt? Gibt es einen Talk? Ah, okay, Kampf ist vorbei. Kampf ja, ist abgebrochen. Ist auch vollkommen in Ordnung. Ja, natürlich, klar. Gesundheit geht vor. Hamza Salahuddin war hier einfach zu stark, hat die Rechten zu oft reingebracht. Hat sich wohl auch verletzt im Mund, ne? Ja, er hat ja auch viel Blut gespuckt. Ja, das ist vollkommen in Ordnung, also, den Kampf Sieger durch TKO, die rote Ecke. Hamza Salahuddin. Ja, hat hier eine tolle Performance hingelegt. Ja. Ich bin wieder beim Interviewen. Ja. Am besten dann noch ankreuzen, wer gewonnen hat. Ja. Fighters. Meine Damen und Herren, nochmal einen großen Applaus für beide Kämpfer. Sieger, Runde 4, Tino. Hintermann-Decke, Hamza Salahuddin. Tolle Leistung. Vom Hamza Salahuddin. Technisch sehr versiert, toll umgesetzt. So, ja, Respekt, meine Damen und Herren, bitte kommt doch zu mir. Wir machen vielleicht hier in die Kamera, dann gleich ein Interview, Hamza. Wie ich jetzt gerade mitbekommen habe, Gegner hat da bestimmt zu Anfang.